dann kommt auch mal hier rüber. Ist ja auch schön. Ja. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortragslot. Ich glaube, ich habe noch nie eine Ansage im Workshop-Raum gemacht, deswegen muss ich das heute auch mal unbedingt machen, weil ich mich auch so sehr gefreut habe über unseren Gast von ESET und weil es natürlich auch ein Thema ist, was er sehr liebt und weil wir mal ein paar Sachen ausprobiert haben bei FUSIC, die dann später in dem Vortrag noch rauskommen. Aber jetzt erstmal deine Bühne, Marion Jäger von ESET. Du bist Presales Engineer bei ESET, machst nebenbei noch ein Studium mit IT-Forensik, was ja auch super spannend ist. Ich muss da immer noch an den Tatort denken, aber ich glaube, das verliert eine Menge Zeit. Oh, ein bisschen was hat es damit mittlerweile zu tun, aber ich muss den Kollegen von Heise recht geben, dass mit den Strafverfolgungsbehörden ist ein sehr kritisches Thema. Okay. Wir dürfen dann später mit denen auch zusammenarbeiten, aber die haben keine Leute. Wir haben auch viele Soldaten und Polizisten bei uns im Studium, die privat das studieren oder halt über die Bundeswehr oder die Polizei, weil die selber ihre Leute nicht ausbilden können. Die studieren nicht an der öffentlichen Universität, sondern an der privaten und da sind tatsächlich viele auch aus Strafverfolgungsbehörden. Nur sie bilden immer ihre Leute aus. Ja, immerhin. Ja. Okay. Na dann. Dann erzähle ich mal ein bisschen was von ESET. Ja. Heute das erste Mal tatsächlich auch eine Unternehmenspräsentation für mich. Normalerweise habe ich einen vertrieblichen Kollegen dabei, aber diesmal machen der Christian nicht das alleine. Ich mache hier die Vorstellung vom Unternehmen, dann unser Produktportfolio einmal und dann gehen wir auch in unser Endpoint Detection and Response Tool, der Enterprise Inspector. Und der Christian hat ein Video für euch vorbereitet, wie das Ganze denn so live funktioniert, weil wir keine Marketing-Vertriebsmenschen sind. Deswegen zeigen wir euch hands-on, wie es dann tatsächlich aussieht. Also jetzt ein paar Infos über das Unternehmen selber. Erstmal so, wie alles begann. 1987 wurde das NOD 32 entwickelt. Das ist so der Vorreiter für alles, was nachher bei ESET passiert ist. Die Entwickler, ich kann ihre Namen leider nicht aussprechen, sonst hätte ich sie jetzt erwähnt, sind immer noch Inhaber und seit 1992 gibt es das Unternehmen und seitdem sind diese zwei Entwickler auch Inhaber des Unternehmens. Wir sind nicht an die Börse gegangen, wir wurden nicht verkauft. Also alles wird für ESET noch selbst Inhaber geführt, gehandhabt. Genau, die nächsten Steps sind eher so, ja, wann wurde die erste Niederlassung in Amerika gegründet? Ich würde mal einfach skippen zu 2013, das ist für uns relevant, da ist nämlich der erste Standort in Deutschland oder für die ganze Dachregion eröffnet worden, das ist in Jena. Sehr schönes Gebäude, sehr schöne Niederlassung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie da auch mal vorbeikommen dürfen und uns da Hallo sagen dürfen, aber die meisten arbeiten gerade aktuell aus dem Homeoffice, wie das wahrscheinlich bei Ihnen allen so ist. Und vielleicht noch erwähnenswert, seit 2019 von den, ich weiß nicht, am Anfang waren es vielleicht mal 4, 5 Mitarbeiter, auch am Standort Jena waren es am Anfang 17, 15 Mitarbeiter. Wir haben jetzt weltweit über 1800 Mitarbeiter, die meisten davon, 2/3 tatsächlich in der Technik. Die meisten sitzen natürlich in Bratislava und ja, arbeiten fleißig an der Forschung und Entwicklung und ja, wie man das so kennt. Ich habe hier noch eine Übersicht über die ganzen Standorte, die wir auf der Welt haben. Das sind über 15 Stück. Ja, nur mal als Übersicht, damit Sie sehen, wo wir so überall vertreten sind. Ist vielleicht ganz spannend, in Japan, das sieht man hier, glaube ich, doch da, Tokio an der Ecke, mit Canon auch ziemlich große Distribution von ESET, ist vielleicht auch ganz interessant zu wissen. So, hier noch ein paar Fakten. Genau, wir haben über 15 Niederlassungen weltweit, wir machen 24/7 Cyber Intelligence, über 110 Millionen Anwender, die es auf der Welt gibt. Und wie gesagt, seit über 30 Jahren Technik made in eben. Und worauf wir besonders stolz sind, ist, wir haben, ich glaube, das war 2018, das 100. Mal in Folge den VB 100 Award gewonnen. Das ist auch so ein AV-Test oder eine AV-Test-Company, die unterschiedlichste Hersteller testet. Und wir haben das 100. Mal in Folge gewonnen. Da ist es halt besonders wichtig, Erkennungsrate und False Positives. Da sind wir sehr, sehr führend. Immer noch. Hier sehen Sie so eine kurze Übersicht, was wir so alles an Awards bekommen haben. Ja, ich denke, das wird Ihnen bekannt sein, auch von den anderen Herstellern. Ich finde besonders wichtig die ISO 9001-Zertifizierung. Das ist, denke ich, am wichtigsten, auch in Deutschland. Ansonsten natürlich Security Made in EU. Ich denke mal, das könnte man immer wieder hervorheben, da es nicht so viele Hersteller für AV Endpoint Security in der EU gibt.
So, hier ist noch so eine Übersicht, was wir so alles an Kunden haben. Das geht von der Bill und Melinda Gates Foundation zu Canon, die Deutsche Bahn, ARAG. Kennen Sie wahrscheinlich ein paar schon von. Was ich gerne hier noch hervorheben würde, ist die Zusammenarbeit mit Google. Wir haben das dritte Mal in Folge 2021 hat sich Google für uns mitentschieden, der Sicherheit für den Chrome-Browser zu arbeiten, und wir haben auch unsere Hände im Spiel, was den Google Play Store betrifft. Also wenn Sie eine App im Play Store runterladen, dann wurde die auch schon mal von ESET gescannt. Ebenso, wenn Sie im Chrome-Browser surfen. Natürlich ist es eine Alliance, da sind wir nicht alleine mit drin, aber ich finde, das ist wichtig zu wissen, weil das, glaube ich, niemand so wirklich auf dem Zettel hat. Jetzt kommen wir zu unserem Portfolio. Wie auch der Kollege von Sophos, wir haben natürlich auch unsere Produkte und Komponenten, die uns schützen sollen. Ich gehe jetzt mal nicht so auf die Endpoint-Security-Thematiken ein, weil das heute nicht unser Hauptfokusthema ist. Aber ich denke, dass diese Begrifflichkeiten kennen Sie schon. Hier so hellblau unterlegt ist alles, was vor der Ausführung passiert. In der Mitte das mittelblaue während der Ausführung und am Ende nach der Ausführung. Ja, das ist ein bisschen schwierig, alles abzugrenzen, aber ich glaube, man erkennt, wie das funktionieren sollte. Aber wir gehen auf die Komponenten nicht ein. Das können wir gerne in einem separaten Webcast für die Endpoint Security dann mal näher betrachten. Hier haben wir noch eine kurze Übersicht über unser Produktportfolio. Natürlich, wir haben auch ein Centralized Management. Das ist unsere ESET Protect Konsole. Die gibt es on-prem und in der Cloud. Und unten aufgelistet sehen Sie unsere Produkte, die das Ganze ergänzen und ganzheitlich machen. Das hat der Kollege von Sophos auch wunderschön schon beschrieben. Es reicht nicht mehr, nur noch ein AV-Produkt zu nutzen. Es ist das Ganzheitliche. Wir haben eine Multifaktor-Authentifizierungslösung, Verschlüsselung, Cloud-Sandboxing. Ich denke, das wäre nochmal was, wo wir ein separates Webinar für nochmal halten sollten. Ich finde, unsere ESET Dynamic Threat Defense ist unsere Cloud-Sandboxing-Lösung. Das sollte ein bisschen mehr Awareness haben. Mit Endpoint Detection Response ist das eine super, super Lösung, um Ihr IT-Sicherheitskonzept zu vervollständigen. Ansonsten haben wir natürlich ganz klassisch Endpoint für Server, für Linux, für Mac, Android Security. Wir haben MDM, ja, und neuerdings noch die Threat Intelligence Services. Das ist auch... ich weiß nicht, haben Sie davon schon gehört? Oh, ja, super. Wir stellen jetzt auch eine API zur Verfügung, wo Sie dann die Informationen, die unsere Analysten und ja, Developer zur Verfügung gestellt haben, nutzen können. Und jetzt kommen wir auch zu unserem spannenden Thema, unser Enterprise Inspector. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Endpoint Detection and Response. Unser Produkt heißt, wie gesagt, Enterprise Inspector. Das ist dafür da, und das haben jetzt auch, glaube ich, alle heute, die vorgetragen haben, erwähnt, Bedrohungen in Echtzeit zu erkennen und zu eliminieren. Ich bin nicht so der ganze große Freund von Echtzeit, weil ich glaube, Echtzeit ist momentan gar nicht mehr so realistisch. Aber was wir damit machen können, ist es zu erkennen. Der Enterprise Inspector, ich glaube, ich nenne ihn jetzt hier auch der einfach halber EI, kann das schon, aber Sie müssen da schon sehr viel Arbeit reinstecken, dass er das auch direkt eliminieren kann. Erkennen, ja, Ihnen vielleicht auch eine Info geben, ja, aber dass da auch irgendetwas passiert, ist Handarbeit. Es gibt natürlich vordefinierte Regeln, die haben wir natürlich auch, und auch, wie der Kollege vorher schon gesagt hat, mit Bewertungsfunktionen, Prio, Kategorien etc. pp., wo man auch schon vordefinierte Regeln hat, die dann Print Nightmare ist ein gutes Beispiel, was wir heute Ihnen dann auch mal näher bringen werden. Dafür haben wir auch schon vordefinierte Regeln, dass bei Ihnen so etwas nicht passieren kann. Aber das ist ja nicht Zero Day, das ist ja nicht was, was morgen passieren kann. Also, was ich Ihnen, ja, das klingt immer so schön, weil das auch eine Marketingpräsentation ist. Auch wie der Kollege von Sophos gesagt hat, ohne wirklich Mannkraft dahinter ist es auch nicht so einfach, das zu konfigurieren. Aber wenn Sie es haben und wenn Sie es gemacht haben und die Zeit investiert haben oder sich von externen Dienstleistern mit reingeholt haben, dann ist es das Maß aller Dinge. Das ist Endpoint Security reicht nicht mehr, das haben wir auch gesehen, das werden wir auch in dem kleinen Video nachher sehen. Wir haben zwar Module abgeschaltet, aber es kann sein bei einem Zero Day, dass man das nicht erkennt. Kaseya war ein gutes Beispiel dafür, da hätte eine Endpoint Security nichts machen können, wenn man mit Admin-Rechten anfängt zu installieren. Man kann nichts machen. Das ist wahrscheinlich auch voll gewitelistet in dem ganzen Unternehmen. Da kann der Endpoint Security nicht reagieren. Unsere hat es auch nicht. 2 Stunden, nachdem der Angriff
passiert ist, haben wir auch natürlich unsere Updates rausgeschickt und dann konnte auch ESET mit der Endpoint-Security etwas tun, aber bei dem Zero Day hat die Endpoint nichts machen können. Weder Sophos noch ESET noch Kaspersky, sie konnten es alle nicht. Der Enterprise Inspector hätte es aber tun können. Und das ist so, wo wir das Augenmerk drauflegen sollten, auch wie der Kollege von Heise gesagt hat, die Angriffe, wir haben auch die Statistiken bei uns, die uns zur Verfügung gestellt werden, das ist so immens dieses Jahr, es hat so stark angestiegen, dass auch kleine Firmen betroffen sind und die, ja, da tut es halt dann richtig weh, weil die können sich das nicht leisten oder haben vielleicht nicht die richtige IT gehabt, nicht das Backup konnten. Ich hatte auch ein sehr, sehr großes Unternehmen, die hatten, ich weiß gar nicht, ich glaube 4 Millionen Lösegeldforderungen, das ist wahnsinnig viel Geld, da kann man sich Unternehmensgröße vorstellen. Ja, die hatten Probleme mit dem Backup und da muss man evaluieren, zahlt man oder zahlt man nicht. Wir hatten dann auch später gesehen, ich fand es ganz schön, dass ich das mitsehen konnte, wie ESET dann angefangen hat, die ganzen DLLs wieder zu löschen, die über diese Kaseya-Sprachstelle da reingekommen sind. Es war schon spannend, aber die hatten leider keinen Enterprise Inspector im Einsatz. Damit hätte man es sehen können, das Nachladen, das Verschlüsseln, das Verteilen über die Clients, dass es überhaupt vom MSP dann reingekommen ist, das hätte man ja auch gesehen. Zumindest gesehen, wenn man keine Regel gehabt hat, vielleicht der erste Rechner wurde verschlüsselt und da hätte man schon mit einem Alert ins SIEM Monitoring etwas tun können. Ja, das ist so, ja, das, wie es sein sollte. Hier ist nochmal so eine Funktionsweise von unserem Enterprise Inspector. Es ist noch on-premise, wir haben das Produkt noch nicht in der Cloud verfügbar, kommt aber jetzt, glaube ich, Quartal 1 nächsten Jahres, aber abwarten, ist noch nicht released worden, wir haben noch kein Early Access, aber ansonsten, wie es momentan ist, Sie installieren den Enterprise Inspector bei sich selber im Unternehmen, im EdZ, Sie können es über Dienstleister hosten lassen, wir haben auch Kooperationen wie mit der Fusik, mit anderen großen Systemhäusern, die dieses SOC as a Service machen und die haben auch unseren Enterprise Inspector dann natürlich da im Einsatz. Ansonsten, wie gesagt, auf dem Windows-Server installieren, es ist zwingend notwendig, dass Sie auch ESET Protect und Endpoint Security im Einsatz haben. Das funktioniert leider nicht ohne, oder was heißt leider, es ist ja auch sinnig, weil wenn er etwas detected, kann man auch automatisch Aktionen ausführen. Und das ist natürlich dann sinnig, dass das dann mit der Endpoint Security mit reingeht. Sie können es aber auch an ein SIEM mit anbinden, dass auch die Firewall isoliert, quarantinisiert etc. pp. Aber ansonsten natürlich auf den Clients mit der Endpoint Security oder auf den Servern. Ansonsten gibt es noch einen Enterprise Inspector Agent, der muss noch zusätzlich installiert werden. Und so funktioniert dann auch schon die Zusammenarbeit zwischen dem Enterprise Inspector und der Protect-Konsole. Das ist hybrid zu nutzen. Sie sehen natürlich die Infos vom Enterprise Inspector auch in Ihrer Management-Konsole und können auch darüber agieren. Und genau. Wie schon gesagt, die Endpoint Security kann die Daten verwerten und ich denke, das ist mit das Wichtigste. Sie können auch im Enterprise Inspector in der Konsole selber schon automatisierte Tasks erstellen, was, wenn, wie, wo, was eintritt, passieren soll. Also automatische Isolationstasks, blockieren. Wir machen das nicht über eine hübsche GUI. Sie müssen dann doch noch in XML Regeln erstellen, aber das ist super, super gut beschrieben. Wir haben eine super Doku dazu. Und ich bin auch kein Programmierer und ich habe es auch hingekriegt, also das ist kein Hexenwerk, das kriegt man hin. So, dann würde ich schon an dich weitergeben, Christian. Sehr schön, sehr gerne. Ja. Genau, aber wir haben uns das mal ein bisschen genauer angeguckt und haben uns dann auch erstmal die Frage gestellt, wofür braucht man eigentlich noch was zusätzlich? Und das vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, wie ich das als Admin irgendwie verstanden habe. Was tut eigentlich dieser Enterprise Inspector? Im Prinzip ist es so, dass alles, was auf dem der Endpoint scannt ja die ganze Zeit, welche Dateien werden da irgendwie geöffnet, welche Registry Values werden geschrieben, was gibt es für Netzwerkzugriffe und so weiter. Und die Endpoint Security entscheidet die ganze Zeit anhand diesen diversen Mechanismen, die wir da vorhin gesehen haben, könnte das möglicherweise Malware sein, ist es sicher Malware, weil sie eben sicher erkannt wird, oder ist es vielleicht auch einfach nur verdächtig. Und dann gibt es aber natürlich auch Sachen, wir haben es gerade von dem Zero-Day-Exploit gehabt, der bei der Endpoint-Security einfach durchläuft, weil der so gut gemacht ist oder weil der so gut gewitelistet ist, wie bei dem Kaseya-Beispiel, dass die Endpoint-Security erstmal sagt, ist nicht gefährlich, verwerfe ich wieder.
Was der Enterprise Inspector jetzt macht, ist diese ganzen Daten, alles was in diesem Scan durchläuft, in der Datenbank zu schreiben und nach irgendwelchen Mustern zu durchsuchen oder einfach nur aufzuzeichnen. Wir vergleichen das immer mit einer Videoüberwachung. Da laufen hier 20 Kameras rund ums Gebäude rum, die zeichnen erstmal die ganze Zeit auf. Die versuchen natürlich auch ein Alarmmanagement zu machen mit einer Bewegungserkennung oder verschiedenen anderen Mustern, aber es kann auch hilfreich sein, das einfach mal aufzuzeichnen, weil man eben danach da Schlüsse draus ziehen kann. Jetzt haben wir es uns ein bisschen konkreter vorgestellt. Ihr habt bestimmt alle schon mal von Print Nightmare gehört, da haben wir uns alle ordentlich rumgeärgert damit die letzten Wochen. Auch so eine Geschichte, wo Sicherheitslücke und gewünschte Funktionalität so nah beieinander liegen, dass es Microsoft bis heute nicht geschafft hat, das Ding wirklich zu patchen, weil einfach zu viel Funktionalität wegfällt. Aber es ist eben ein Angriffsvektor, den wir jetzt einfach mal als Beispiel genommen haben. Was haben wir hier? Wir haben einen Client, bis jetzt noch ganz unschuldig, beziehungsweise im Video jetzt schon nicht mehr, aber wir haben einen Client im Netz. Das könnte auch irgendein Raspberry Pi sein, den mir irgendjemand ins Netz gesteckt hat, auf dem jetzt hier so ein fieser Trojaner drauf ist. Und der Trojaner, der könnte über irgendeine Phishing-Mail da reingekommen sein. Der versucht jetzt als erstes mal, wir haben einen Client mit einem Trojaner, und der versucht als erstes mal, sich einen AD-User zu kriegen. Das haben wir vorhin auch schon gehört, und wer das weiß, das kannst du mir auch bestätigen, wenn man mal auf dem Rechner ist, ist es schrecklich einfach, sich ein Kerberos-Ticket oder einen AD-User zu besorgen. Schrecklich einfach vielleicht nicht, aber es ist machbar. Also sagen wir mal einfacher, als wir uns das mal so vorstellen. Wenn ich auf einem Rechner drauf bin, kann ich das tatsächlich machen. Was würde der jetzt als nächstes machen? Der würde versuchen, mit dem AD-Server, mit dem AD-User an einen Print-Server ranzukommen, wobei in weniger gut organisierten Netzwerken ist es so, dass der Windows-Druck-Server oder der Spul-Server ja erstmal auf allen Clients und Servern läuft, weil der könnte ja möglicherweise mal gebraucht werden. Und da ist eine schöne Funktion drin, die bei Microsoft Point and Print heißt, die nämlich bedeutet, man kann praktisch seinen Druckertreiber selber mitbringen, und wenn man jetzt entsprechende Rechte hat, dann kann man eben nicht versuchen, einen Druckertreiber dahin zu bringen, sondern man kann versuchen, eine dankeböse DLL da einzuschleusen, die also kein Druckertreiber ist, sondern die ganz andere Sachen macht. Und das ist ja genau das Problem, was Microsoft jetzt da gerade hat die ganze Zeit, dass über diese Schnittstelle eben nicht nur gedruckt werden kann oder temporär Druckertreiber installiert werden kann, sondern ich kann auch eine DLL da drin unterbringen, die der Spul-Server dann mit Systemrechten ausführt und die dann natürlich alles Mögliche machen kann. Wir haben es mal probiert, wir haben ganz harmlos das Hintergrundbild ausgetauscht gegen einen David Hasselhoff. Hasselhoffen heißt es dann bei uns, das machen wir dann auch gerne mal bei Kollegen, die ihren Rechner nicht sperren. Aber natürlich kann so eine DLL mit Systemrechten auch noch ganz andere Sachen machen, und man kann sich vorstellen, wenn sowas mal auf dem Domain-Controller ist, dann wird es schon böse. Was machen die dann meistens? Sie machen eine Shell mit Systemrechten auf, die sich bei ihrem infizierten Rechner wieder meldet und die dann sagt, was hast du denn zu tun für mich? Was könnte ich denn mal machen? So, dann haben wir gesagt, wir wollen es jetzt mal ausprobieren. Wir wollen natürlich auch mal wissen, was tut denn eigentlich dieser Virenschutz so, den wir da so installieren, und haben uns jetzt mal ganz unschuldig eine Kali Linux besorgt. Da ist ja schon alles drin, was wir für Print Nightmare so braucht. Und haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal aus auf einem Endpoint mit aktuellem Windows 10. Da ist ein ESET-Antivirus drauf, eine ESET-Endpoint-Security drauf in der aktuellen Version. Nee, stimmt gar nicht, ein Antivirus, ein AV war es, glaube ich. Ja. Genau, ein Endpoint-Antivirus war drauf in der aktuellen Version. Und haben gesagt, so, wir wollen jetzt mal versuchen, mit unseren beschränkten Mitteln da mal reinzukommen. Und das sieht man jetzt hier in dem Video, das kann man mal kurz durchlaufen lassen, und wenn es zu schnell war, dann gerne auch nochmal. Du musst es auch. Ich muss was tun. Achso, okay. Genau, also wir haben hier die böse Hackerseite, die also versucht, ihre Payload auf diesem anderen Rechner unterzubringen mit ihrem Domain-Passwort, was sie da hat. Und als erstes kommt mal brav die Endpoint-Antivirus und sagt, hier, Netzwerkbedrohung lasse ich nicht zu. Also, wir wollen jetzt sehen, wie es weitergeht, machen wir eine Ausnahme für den Netzwerkschutz und sagen, diesen Client vertrauen wir jetzt mal total. Also, zweiter Versuch, Passwort, dann sieht man schon, wir kommen hier schon ein bisschen weiter.
Und es gibt aber immer noch kein Listening, weil der Endpoint sagt, hey, da hat jetzt versucht, jemand hier einen Injector im Spooler-Subsystem zu installieren. Also kommt jetzt der Echtzeit-Dateischutz und sagt, das blocke ich mal. Na gut, machen wir mal eine Ausnahme für den Spool-Server, weil das soll ja auch funktionieren, was wir da wollen. Dritter Versuch, Listening. Wir hören also wieder hin auf unserer Shell, die sich da melden soll. Wir gehen eine Stage weiter, da passiert ein bisschen was. Und wir sehen auf der anderen Seite, wir haben eine System 32 auf dem Rechner, können WhoAmI starten. Aber da kommt schon wieder ESET in die Quere und sagt, was ihr da macht, das sieht mir irgendwie nach Botnets aus. Das blocke ich jetzt mal. So, das war jetzt ein bisschen schnell, aber man hat gesehen, kann ich vielleicht als Spoiler noch dazu sagen, wir haben das natürlich auch mal ohne ESET Endpoint Antivirus, sondern nur mit einem Windows Defender probiert und da waren wir relativ schnell drin und konnten das Hintergrundbild austauschen und hätten natürlich auch alles andere mit Systemrechten auf der Maschine machen können. Aber was man jetzt hier relativ schön sieht, ich glaube jetzt hier nicht so schön. Ich habe da noch mal einen zweiten Screenshot davon gemacht. Na gut, obwohl wir können hier noch mal kurz reingehen. Die hässliche Folie ist von mir, die hätte wäre bei ESET so hässlich nie rausgegangen, aber man kann es zumindest mal sehen. Was sind denn die Sicherheitsstufen, die hier was getan haben? Als erstes hat sich der Netzwerkschutz gemeldet und hat gesagt, dieser Zugriff auf diesen Dienst, der sieht irgendwie doof aus, den hauen wir jetzt mal raus. Dann haben wir die Ausnahme gesetzt. Haben gesagt, okay, dann ging es einen Schritt weiter, dann konnte ich dem Spool-SV zumindest mal die DLL unterjubeln, dann hat der Echtzeitscanner gesagt, also die DLL sieht irgendwie fies aus, die blocken wir jetzt mal, hat er dann natürlich erkannt und als wir dann durchgekommen sind, die Shell gestartet hat, hat der Antivirus gemeint, das sieht mir irgendwie nach Botnet-Kommunikation aus, typische Command-and-Control-Geschichte, irgendein System bei dir, versucht, sich zurückzuverbinden und sich irgendwelche Befehle zu holen. Das blocken wir jetzt auch mal. Also kann man schon sehen, es ist durchaus sinnvoll, da mehrere Verteidigungsschritte drin zu haben. Aber was ist jetzt die Pointe von dem Ganzen? Klar kann man jetzt sagen, wer schaltet schon die ganzen Sicherheitsfunktionen aus? Kann jetzt wieder mal kurz in sich gehen. Wie viele Ausnahmen haben wir in unseren Antivirus-Lösungen? Aber was natürlich viel interessanter ist, ist, hätten wir jetzt einen Zero-Day-Exploit gehabt, dann wären alle drei von diesen Sicherheitsmechanismen einfach durchgelaufen. Wenn es wirklich ein gut gemachter Zero-Day-Exploit ist, und das haben wir am Anfang bei Print Nightmare auch so erlebt, oder das haben wir auch bei Hafnium so erlebt, der ist erstmal durchgekommen. Und dann gucken wir uns nochmal an, da wollte ich hin, genau, wie das Ganze im Enterprise-Inspektor ausgesehen hätte. Das ist jetzt hier das Log, was mir der Enterprise-Inspektor ausgibt, und zwar noch nicht mal alles, was er irgendwie aufgezeichnet hat, sondern nur die Sachen, die komisch vorkamen. Und da sind zwei sehr interessante Sachen. Da ist ein bisschen Füllmaterial, nämlich alles das, was der Antivirus gemeldet hat. Hier war irgendwie ein Webthread, hier hat er den Injektor erkannt, da irgendwie nochmal. Und oben dann auch, das ist das, was Antivirus gemeldet hat. Aber zwei ganz interessante Sachen, die wir da drin hatten. Ich habe eine Injection in einen System Process und ich habe einen Windows Print Spooler Dropped Suspicious DLL. Und das sind genau die zwei kritischen Funktionen, mit denen der Enterprise Inspector uns da den Arsch gerettet hätte, wo der Zero Day Exploit durch den Antivirus durchgekommen wäre und was ich eben danach auch in der Aufzeichnung drin habe. Und das Interessante an solchen Sachen, selbst in der Zeit, bevor die Erkennung für den Print Nightmare drin wäre, entstehen die interessanten Daten ja schon an der Stelle, dass es einfach nur spannend sein kann zu sehen, dass sowas wie hier ein System Process oder irgendein Netzwerkdienst, der sonst selten aufgerufen wird, plötzlich auf 20, 30 Rechnern im Netz aufgerufen wird. Ohne dass die Endpoint-Antivirus irgendwie anschlägt, sondern einfach nur durch die Information, ich habe hier plötzlich Zugriffe im Netz, die waren gestern noch nicht da. Und dann wird es natürlich interessant, dann zu sehen, möglicherweise habe ich da ein Gerät im Netz, was seit gestern nicht mehr ganz so sauber ist, wie es vorher war. Und genau diese Funktionalität kriege ich mit dem Enterprise-Inspektor. Und
wie Marion schon dankenswerter gesagt hat, natürlich unter anderem bei Fusik oder auch bei anderen Leuten und demnächst auch bei uns in der Cloud. Und das ist dann auch eine ganz wichtige Info. Bis jetzt war das eine Technologie, die dem Namen passend für Enterprise zur Verfügung stand. Aber das ändert sich in letzter Zeit tatsächlich dramatisch, auch dadurch, dass wir es demnächst in der Cloud betreiben können, dadurch, dass es vorgefertigte Rulesets schon gibt, die man da reinladen kann. Und dadurch stellen wir wieder so ein bisschen eine Waffengleichheit her zu dem, was der Jürgen Schmidt vorhin gesagt hat, dass eben die großen Angriffe immer weiter nach unten kommen und as a Service zur Verfügung stehen, können wir dann eben jetzt auch die entsprechenden Abwehrtechnologien zur Verfügung stellen. Und so sieht es dann aus. Genau, und ich glaube, dann vielleicht noch mal ein Beispiel. Man kann es leider auf dem Beamer gar nicht so gut erkennen, aber wir schicken das dann gerne auch noch mal rum, dass man einfach sieht, was der, wie das hier im Enterprise Inspector aussieht. Der weiß, welche Exe hier nach wie vor was aufgerufen hat. Die Services-Exe hat den Spool-Server aufgerufen und der hat dann hier irgendwelche komischen Sachen gemacht. Und auf Basis von dieser GUI kann ich mir dann auch eben eine Regel bauen, um sowas dann zu überwachen oder eben sogar zu blockieren, wenn ich dann weiß, was ich tue. Natürlich kann ich damit auch ganz viele Leute von der Arbeit abhalten, aber man kann eben auch sehr sinnvolle Dinge da drin erkennen. Genau, dann danke, dass ich dir ein bisschen Zeit abnehmen durfte. Gerne. Das ist ein Thema, was sehr viel Spaß macht. Genau. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen oder ein bisschen Diskussion zu dem Thema, wenn ihr möchtet. Ich habe eine Frage, und zwar, das war jetzt aber ja nur die ganzen Sicherheitsmechanismen auf Seiten des Clients. Mhm. Also der Print-Server war jetzt ja gar nicht erwähnt. Weil ach so. Da könnte ja jetzt rein theoretisch ja auch nochmal die ganzen Sicherheitsmechanismen anschlagen. Also tatsächlich war das System, was wir hier angegriffen haben, war einfach in Windows 10, wo dieser Spool-Surf drauf lief. Aber der Mechanismus wäre bei dem Windows-Server der gleiche gewesen. Also tatsächlich, und eine Server-Security hätte auch die gleichen Mechanismen mitgebracht wie jetzt hier die Endpoint-Security. Wobei das ja auch durchaus was fies war an diesem Print-Nightmare, weil der ja dann auch, hat ja auch Jürgen Schmidt vorhin gesagt, der probiert natürlich erstmal sich auf möglichst vielen Clients auszubreiten und dann eben auf die Server hochzukommen. Aber der Mechanismus wäre bei einem Windows-Server mit Druckserver tatsächlich der gleiche gewesen und die Abwehrmechanismen auch. Ja, Alexander sagt es hier schon, Online-Fragen dürfen natürlich auch gerne in den Chat geschrieben werden und ansonsten können wir das nachher im Standgespräch dann natürlich auch gerne noch vertiefen. Da sehe ich allerdings im Moment keine. Anscheinend haben wir alles schon perfekt beantwortet. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Eine hätte ich dann doch noch. Ja, bitte. Warum ist dieses Thema On-Prem immer so verpönt, fast schon, muss ich sagen? Weil ich finde, das ist gar nicht so schlecht, wenn Sachen auch mal On-Prem laufen dürfen. Ja, das hängt natürlich stark von der Sicherheitsstruktur, der Infrastruktur ab, wo man das betreibt. Aber es hat ja, wie gesagt, nicht nur Vorteile, alles in die Cloud zu stellen. Und ich glaube, mal einen leistungsstarken Windows-Rechner kann jeder, glaube ich, bereitstellen. Ja. Aber für allein die Datenmengen, die der Enterprise Inspector sammelt, das ist wahnsinnig viel und nicht jeder kann ja die Ressourcen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das Cloud-Thema, das ist halt fetter Hybrid und da schwören wir auch drauf. Also wir werden nicht hundertprozentig in die Cloud gehen, das machen wir nicht. Wir müssen es halt natürlich mit anbieten, weil die Nachfrage immer größer wird, insbesondere natürlich auch im amerikanischen Markt. Das hat der Kollege von Sophos ja schon gesagt, die sind ein bisschen weiter als wir Deutschen oder in der EU allgemein. Aber alleine die Datenmengen, die das Ding produzieren kann, wenn der nicht richtig konfiguriert ist, sind so immens hoch. Die Server-Hardware muss man erstmal zur Verfügung stellen, das ist schon teuer. Und nicht jeder kann sich das ja, leisten. Das ist halt so ein On-Premise teilweise ja, günstiger und teurer gleichzeitig, je nachdem, was man nutzen möchte, aber in dem Fall natürlich teurer. Also wir hören da immer ganz genau hin, wenn die ESET sagt, wir bleiben zweigleisig, weil zum einen sehe ich das Argument genau so, dass ich sage, wenn die Infrastruktur eh da ist, das bezieht sich übrigens auch auf die Support-Tools, also ich finde es immer noch sportlich, sowas wie Kaseya im Unternehmen einzusetzen, als Cloud-Dienst laufen zu lassen, aber ich bin froh, solange wir die Möglichkeit haben, aber andererseits, wenn ich beide Varianten habe, dann kommt es natürlich kleineren Kunden wieder entgegen, weil wenn ich jetzt
ich kann natürlich, ich habe jetzt eben dadurch die Möglichkeit, so eine Technologie auch in einem kleinen Unternehmen mit 10, 20 Clients zum Einsatz zu bringen, die sich vielleicht nicht hinkriegen, den Server selber zu hosten. Und deswegen freue ich mich sehr darauf, dass es beide Möglichkeiten gibt und hoffe auch, dass es so bleibt. Auf jeden Fall. Gut, dann sind wir pünktlich wie drüben fertig. Vielen Dank. Und wir stehen gerne noch weiter zur Verfügung für irgendwelche Fragen. Die Firmen wieder Zugang zu ihren Daten bekommen, die dann den Betrieb wieder aufnehmen können.